Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es den Teil 2 zu meiner Aknenormintherapie-Reihe, aber ihr dürft nicht gleich wegschalten. Ihr erfahrt hier auch einiges zum Thema trockene Haut und es geht natürlich nicht nur um trockene Haut bei der Aknenormintherapie, sondern wenn ihr auch einfach im Alltag oder von Natur aus trockene Haut habt oder wenn ihr an trockener Haut, trockenen Augen, trockenen Haaren und so weiter so um die Winter-Herbstzeit leidet, dann könnt ihr auf jeden Fall die Produkte, die ich euch nennen werde, natürlich auch benutzen. Das Feedback zu meinem Aknenormin-Therapie-Video war super, super toll. Ich habe richtig viele Leuten helfen können, beraten können, so ein bisschen eine Entscheidungshilfe geben können. Das hat mich sehr gefreut und wir haben auch wirklich viel Konversation gestartet und viel hin und her auch in den Kommentaren geredet. Und deswegen warten einige jetzt auch auf dieses Video mit den Produkten, die mir geholfen haben während den ersten Wochen in der Aknenormintherapie, die mir auch immer noch helfen und mir so ein bisschen geholfen haben, diese schwierige Anfangszeit und die Nebenwirkungen, die natürlich da mitkommen und auch während der ganzen Therapie mit dabei sind, so ein bisschen zu bekämpfen. Und deswegen jetzt viel Spaß mit dem Video. Ansonsten schreibt mir mal unten in die Kommentare, wenn ihr noch Tipps und Tricks habt oder irgendwelches Feedback. Und ansonsten geht's jetzt los. So, ich fange am besten mal mit den allerwichtigsten Sachen an. Und zwar, das ist auf jeden Fall die Gesichts- und Schleimhautpflege. Es hört sich komisch an, ist aber so. Denn bei der Aknenormintherapie trocknet alles aus, einfach alles. Also alles, was jemals von eurer Haut mit Feuchtigkeit versorgt wurde, wird einfach nicht mehr mit Feuchtigkeit versorgt. Das ist am schlimmsten in den ersten, ich sag jetzt mal, 2 bis 6 Wochen. Danach pendelt sich das wunderbar ein. Ich mache das Ganze jetzt seit 6 Monaten, ein bisschen länger und es hat sich bei mir super eingependelt. Ich habe gar nicht mehr so großartige Nebenwirkungen. Aber am Anfang ist es eben etwas extremer. Und deswegen habe ich euch jetzt mal die Sachen hier rausgesucht, die für mich am wichtigsten waren. Das ist einmal eine gute Gesichtshautpflege. Da kann ich wirklich euch das hier empfehlen. Das ist tatsächlich wirklich auch für solche Therapien gemacht, für solche Aknetherapien, indem ihr Medikamente benutzt, die die Haut eben sehr austrocknen. Das ist die La Roche-Posay Effaclar H. Das ist mit Thermalwasser aus La Roche-Posay. Das ist eine ausgleichende Feuchtigkeitspflege. Langanhaltendes Wohlbefinden beruhigt unreine Haut, die durch austrocknende Behandlung gereizt ist. Also das steht schon auf der Packung drauf. Das ist wirklich gezielt für auch so eine Aknenormintherapie. Das ist also, wenn ihr Junge oder Mädchen seid, könnt ihr das benutzen. Ich habe, bevor ich die hier ausprobiert habe, wirklich alles Mögliche, auch sehr, sehr reichhaltige Cremes benutzt. Aber keine war so gut wie die. Und die ist wirklich sehr leicht auf der Haut. Und die könnt ihr auch unter Make-up tragen für die Mädchen. Und ist kein Problem, riecht gut, ist wirklich sehr gut verträglich, weil eben keine schlechten Inhaltsstoffe mit drin sind, wie man das bei La Roche-Posay eben kennt. 100% empfehlenswert, auch für alle, die einfach nur eine leicht trockene Haut haben. Hat mir wirklich sehr geholfen für die Gesichtshaut. Als nächstes noch eine Sache, und zwar Augentropfen. Das war für mich persönlich auch sehr wichtig, weil es war auch so eins der ersten Nebenwirkungen, die ich hatte. Und da habe ich mir einfach befeuchtende Augentropfen geholt, vor allem auch, weil ich Kontaktlinsenträgerin bin, was nicht optimal ist bei der Aknenormintherapie. Aber ich trage halt eben gerne Kontaktlinsen und es war noch auszuhalten. Aber ich musste auf jeden Fall den ganzen Tag über Augentropfen reintun. Die sind jetzt von Systane Ultra High Performance Benetzungstropfen für die Augen. Und die sind wirklich sehr gut, weil die eine langanhaltende Feuchtigkeit geben, finde ich. Ich habe auch noch andere ausprobiert, die waren aber eher so wasserig und die waren so reingemacht, dann war es okay und dann waren die sofort wieder weg. Aber das hat so ein Bild wie so einen kleinen Film auf dem Auge und versorgt das Auge eben auch länger mit Feuchtigkeit, was ich sehr gut finde. Die habe ich natürlich immer in der Tasche gehabt und dann zwischendrin tagsüber immer so ein bisschen reingeträufelt, weil sonst werden die Augen wirklich sehr trocken und ihr bekommt dann Kopfschmerzen und so weiter. Das ist auch etwas, das ihr so in den ersten Wochen auf jeden Fall immer dabei haben solltet. Dann als nächstes habe ich hier eine Augen- und Nasensalbe. Ich habe die jetzt hauptsächlich für die Nase verwendet. Das Problem ist, ganz, ganz viele Patienten bekommen in den ersten Wochen oder auch über die ganze Therapie hinweg Nasenbluten. Das ist etwas, was ich nicht hatte. Ich hatte keine Nasenbluten als Nebenwirkung, habe aber in Foren gelesen, dass es bei ganz, ganz vielen der Fall ist. Das ist eben, weil die Nasenschleimhaut auch ebenfalls sehr austrocknet. Und das bedeutet, da können Risse entstehen und dadurch entsteht halt eben das Nasenbluten. Dem Ganzen könnt ihr so ein bisschen entgegenwirken, wenn ihr so eine Augen- und Nasensalbe verwendet. Das macht ihr am besten auf so ein kleines Wattestäbchen und verteilt es so ein bisschen in der Nase, weil ihr merkt, es wird auch sehr trocken werden. Das fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn man verschnupft ist. Also ist man so ein bisschen, hat man so ein bisschen verstopfte Nase und ist so ein bisschen schnupfrig und weil eben alles so trocken ist.
Und da hilft die Nasensalbe. Die habe ich auf jeden Fall morgens und abends aufgetragen, hatte auch keine Probleme. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch diese Augensalbe abends drauf machen. Und wie gesagt, ich hatte keinen Nasenbluten, vielleicht lag es auch daran. Und wie gesagt, sofort damit anfangen, also lasst keine irgendwie Zeit verstreichen, denn je länger ihr vergehen lässt, desto mehr trocknet die Haut aus und dann kann man das schlecht wieder aufholen. Deswegen gleich von Anfang an richtig pflegen. Und dann als nächstes ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist, das sind trockene Lippen. Das ist das Einzige, was mich wirklich sehr gestört hat am Anfang. Ich muss sagen, mittlerweile ist es wirklich wieder richtig gut geworden. Ich habe natürlich nicht mehr so schöne, mit Feuchtigkeit versorgte Lippen wie vorher, als ich sehr ölige Haut hatte, sondern habe jetzt auch eher trockene Lippen, hat sich aber wieder eingependelt, dass ich sogar wieder matte Lippencremes und sowas tragen kann. Aber die ersten Wochen war daran überhaupt nicht zu denken. Ich musste immer meine Lippenpflege drauf machen, auch sofort, und konnte auch keine Stunde ohne Lippenpflege rumlaufen, denn die Lippen tendieren noch dazu, sehr stark auszutrocknen. Und wenn die Lippen sehr trocken sind, dann entzünden die sich auch. Und das ist wirklich schlimm. Ihr kennt es vielleicht, auch im Winter hat man das ja auch manchmal. Wenn die Lippen sich entzünden, kriegt man das so schlecht wieder weg und es ist so nervig. Und deswegen habe ich eine Lippenpflege gefunden, die mir sehr geholfen hat. Das hier ist schon wieder mein Backup, weil ich schwöre einfach auf diesen Labello. Es gibt auch von Nivea diese Lip Butters, die sind auch ganz gut. Aber ich finde das unpraktisch unterwegs. Also ich habe keine Lust, immer so ein Pöttchen daraus zu holen und unterwegs mit meinen, was weiß ich, nicht gerade immer frisch gewaschenen Fingern da reinzufummeln und auf den Lippen. Das finde ich einfach unhygienisch. Deswegen habe ich ewig lang nach einem Labello-Stift gesucht. Also natürlich nach so einem Lippenpflegestift. Man sagt ja immer automatisch Labello. Das haben wir heute auch im Markenmanagement gelernt, nebenbei. Und deswegen wollte ich unbedingt einen Pflegestift finden, der trotzdem sehr intensiv pflegt. Dann habe ich einfach mal auf gut Glück den von Neutrogena mitgenommen. Das ist der Lippenpflege mit Nordic Berry aufbauende Pflege für trockene und rissige Lippen. Und ich muss sagen, das ist der einzige Lippenpflegestift, den ich ausprobiert habe, und ich habe echt einige ausprobiert, der wirklich super, super wirkt. Ich kann den auch über Nacht drauf machen für nochmal so extra Pflege. Und meine Lippen waren wirklich, nachdem ich den gefunden habe und wirklich konstant immer drauf gemacht habe, gar nicht mehr trocken. Also die haben sich wirklich super angefühlt. Ich habe den halt konstant drauf gemacht. Meine Lippen haben sich nicht entzündet. Ja, auf jeden Fall ist es eben die einzige Lippenpflege, die benutze ich auch jetzt noch täglich. Ich finde, der ist super. Auch wenn ihr einfach im Winter trockene Lippen habt, ist es eine wirkliche Empfehlung. Ist auch nicht sehr teuer, was natürlich ein Plus ist. Dann als nächstes habe ich hier noch ein Rachenspray. Damit hätte ich nie gerechnet. Ich habe natürlich gewusst, wenn ich diese Therapie anfange, dass alles sehr trocken wird hier und da. Habe aber nicht dran gedacht, dass zum Beispiel auch mein Rachen oder mein Hals und Rachen sehr trocken werden wird. Das ist etwas, das habe ich mit als erstes als Nebenwirkung empfunden. Und zwar habe ich auf einmal so ein bisschen Halsweh bekommen. Und es lag natürlich auch daran, dass meine Schleimhäute ausgetrocknet sind. Das ist wie bei einer Erkältung. Meistens wird es verursacht im Winter durch die Heizungsluft, werden die Schleimhäute ausgetrocknet. Und dadurch ist die Nase und der Rachen und so weiter eben viel mehr anfällig für Bakterien und Viren. Und dann kann es eben zu Entzündungen kommen. Das war da genauso. Und deswegen habe ich so eine leichte Rachenentzündung bekommen und habe mir aber dann so ein Mundspray geholt, müsst ihr auch kein bestimmtes. Das hier ist jetzt von Alcura und das ist das Propolis-Mundspray. Das ist ein Mundspray zur Mundhygiene und Pfefferminz, Eukalyptus, und es regt einfach den Speichelfluss so ein bisschen an und sorgt auch für Feuchtigkeit und dass eben der Hals und Rachen nicht so sehr austrocknen, denn das kann auch sehr unangenehm sein, wenn ihr immer so ein leichtes, ja, so ein leichtes Halsweh und so weiter habt. Und als letztes habe ich noch zwei Dinge, die vielleicht, das eine ist vielleicht ein bisschen too much information, aber es ist Realität und deswegen muss ich das auf jeden Fall auch erwähnen und euch erzählen. Ich fange mal mit dem einen an, und zwar wird es natürlich auch dazu führen, dass ihr eine sehr trockene Kopfhaut habt und eure Haare austrocknen. Ich hatte vorher sehr, sehr ölige Haut, sehr ölige Haare, musste jeden zweiten Tag meine Haare waschen, damit die einigermaßen aussehen und keine öligen Ansätze hatten. Und es hat sich natürlich jetzt um 180 Grad gedreht. Ich habe überhaupt keine öligen Haare mehr und meine Haare werden eher trocken, auch schon vom Ansatz her. Und deswegen ist ein ganz, ganz toller Tipp, aber auch wenn ihr normales Haar habt oder einfach eure Haare schön pflegen wollt, das ist Klettenwurzelöl. Das bekommt ihr ebenfalls bei der Apotheke oder im Drogeriemarkt zum Beispiel. Das war ein Tipp, den meine Schwester mir mal gegeben hat. Die benutzt es auch regelmäßig und es ist echt ein Wundermittel. Das ist sehr günstig und ihr könnt es, das ist eben ein Klettenwurzel-Haaröl, geeignet für Haar- und Kopfhaut, nach der Haarwäsche sanft in die Kopfhaut einmassieren, bei trockenem, strapazierten Haar, auch geeignet für die Spitzenpflege. Und ich mache das eben hauptsächlich auf meine Kopfhaut, dass meine Kopfhaut eben nicht so trocken ist.
und gebe das hier so ein bisschen auf die Ansätze, lasse es einwirken. Das mache ich meistens so eine Stunde, bevor ich duschen will abends. Ich würde, über Nacht kann man es natürlich auch machen, aber ich finde es nicht so toll, wenn das Kopfkissen dann vielleicht voller Öl ist. Es sei denn, ihr macht zum Beispiel ein Handtuch um die Haare und es bleibt über Nacht, dann ist es natürlich auch gut. Aber ich gebe das dann auch noch ungefähr ab hier, dann in die Längen und Spitzen und es pflegt wirklich super, super toll. Danach wasche ich meine Haare und es ist echt eine super Sache und vor allem auch für die Kopfhaut. So, und als letztes noch etwas für die Damen unter uns. Ich habe hier ein Bionel Intim Hydrogel. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wie ich euch erzählt habe, bei der Acne-Normin-Therapie trocknet alles aus, eure Haut und auch eure Schleimhäute und ebenfalls am ganzen Körper. Und wenn Schleimhäute austrocknen, kann es doch leichter zu Entzündungen und so weiter kommen, weil eben diese Barriere nicht mehr da ist durch die Schleimhaut. Und deswegen kann es dazu kommen, dass ihr Trockenheitsgefühle in diesen Regionen habt. Deswegen gibt es dann eben so Intimpflegeprodukte, die die Feuchtigkeit so ein bisschen wieder zurückgeben und Trockenheit entgegenwirken und so weiter. Das kann man dann zwischendurch mal benutzen. Ich habe das nur in den ersten paar Wochen festgestellt. Es hat sich aber schnell wieder eingependelt. Das, wie gesagt, in den ersten so 2 bis 6 Wochen gab es einfach so einen richtigen Trockenheitsschub. Und einfach alles ist, und ich habe gedacht, wow, was geht ab? Und ich konnte nicht mal mehr Make-up im Gesicht tragen und so weiter, weil die Haut wirklich sehr trocken war. Aber keine Angst und bleibt einfach dabei. Lasst euch da nicht, lasst euch da nicht den Mut nehmen und schmeißt nicht gleich das Handtuch hin. Es wird auf jeden Fall besser, wenn ihr denkt, oh mein Gott, ich kann das kein Jahr für diese Therapie aushalten. Das wird kein Jahr so bleiben. Das ist am Anfang wirklich so und danach wird es wieder besser. Also keine Angst. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Glück, wenn ihr diese Therapie auch macht oder überlegt, die zu machen. Schaut euch auf jeden Fall mein Video dazu an. Es ist ganz, ganz wichtig. Dort erkläre ich viele Sachen, auch Risiken und Nebenwirkungen. Das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch helfen konnte. Das sind die Sachen, die mir geholfen haben. In der Infobox findet ihr nochmal alle Produkte sowie Links. Und ihr könnt sogar noch 10% sparen, denn Medpex, die Versandapotheke, hat mir super, super lieb und... Da bin ich schon, hat mir netterweise einen 10% Rabattgutschein noch für euch mitgegeben, was ich super finde, denn so könnt ihr sogar noch ein bisschen was sparen und bekommt die Produkte sofort nach Hause geliefert. Und dann war es das für heute. Ich wünsche euch viel Glück und hoffe, ihr konntet ein paar Tipps, auch wenn ihr einfach nur trockene Haut habt, mitnehmen. Die Sachen sind super. Ich bin froh, dass ich sie gefunden habe und auch an euch weitergeben konnte. Deswegen höre ich mal auf zu reden und wir sehen uns ganz bald. Bis dann, ciao.